Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Soulink. So, wir quatschen den Judy an. Wir machen heute Team Rocket und dann mal wieder eine Arena auf Andres Kanal. Ich weiß noch nicht, ob wir die Arena komplett bei mir schaffen werden, sage ich dir ganz ehrlich. Denn denk dran, wir haben immer voll entwickelte Pokémon, wir machen eh immer alle Trainerkämpfe da drin und. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, schau mal. Ach, die. Schönes Denglisch. Ab in die Arena. Neben Nein, den Schwa. wir müssen erst noch Misty bei einem Date stören. Ah. Und dann können wir erst neben den Schwimmreifen suchen. Hey, ich habe schwarzen Klumpen vom Rand des Pools aufgehört. Es ist eine Art Spule. Ich habe die Spule. So, wo ist denn die Alphard? Ne, die, ach doch, da oben ist sie. Ich schicke dir nachher mal ein TikTok, was es heute bei uns zu essen gab. Okay. Aber mit selbstgemachten. Ah ja, Wo okay. Jetzt. hast du denn am Beckenrand gesucht? Hinten links in der Ecke. Und jetzt sind auch alle Potzis da. So. Ich gehe in die erste Trainerin. Und die hat ein Smetbo. Wir wissen, es ist ein Wasser-Smetbo. Ja, gut, dass du das jetzt weißt und nicht irgendwas sinnlos reinschmeißt. Ja, ne? Schon cool. Na, schon cool, ne? Oh, der hat einen Raikou. War ein Eis-Pokémon, ja, Hagelsturm. Ich muss aber echt sagen, ne? Ja, bitte. So gerne ich dich auch hab, Tim, aber ich freue mich ehrlich gesagt, wenn die Nassau vorbei ist, erstmal. So ein Päuschen, ne? Ja. Nicht wegen dir, Nein, aber aber. ich brauch erstmal so eine, nicht eine Pokémon-Pause. Aber das zieht sich echt lang, Also ne? ich, ganz ehrlich, ich habe heute auch so gedacht, ne? Ich so, boah, weißt du? Eben, wo das dann so der Scheiß war, wo ich so, boah, wenn jetzt die Nuzlocke vorbei gewesen wäre, weißt du, dann, nö. Ach, habe ich ja gar nicht erzählt, weißt du, was ich mir gegönnt habe, beziehungsweise was mein neues Projekt ist jetzt so für die Abende. Ich habe Masturbieren. einen, ja, das auch. Und wenn ich das schaffe, dann masturbiere ich den ganzen Tag durch. Und zwar habe ich ja schon öfters mal so bei Netters jetzt Bruder, ne, bei ihrer Mama, steht ja schon ein Fernseher, den ich damals geschenkt bekommen habe oder halt ziemlich günstig gekauft habe, der nicht mehr funktioniert hat. Also sprich, da war halt der Fehler, dass der nicht mehr anging und die LED geblinkt hat. Das ist meistens ein Indiz dafür. Oh oh. Ein Indiz dafür, dass dass ein Elko kaputt ist. Ein Elko ist ein Elektrokondensator da drin, ne? Der hat sich aufgebläht über die Zeit und macht kaputt, ne? Ja, und ich habe einfach einen 65 Zoll Samsung Fernseher jetzt hier stehen,
der nicht mehr angeht, wo die LED blinkt, wo ich die Tage den mal aufmache und einfach den Elko austausche und dann wird er wahrscheinlich wieder laufen. Ah. Wolltest du nicht eigentlich auch streamen? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe momentan an so vielem Spaß. Ich habe momentan an so vielem Spaß. Das ist halt das Problem. Ich will hier basteln, ich will mit dem 3D-Drucker, ich will dies und das und tralala. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich möchte streamen oder ich verstehe einfach nicht, warum du nicht einen Bastelkanal aufmachst, ey. Einfach so einen Zweitkanal, einen Gaming-Kanal mit Pokémon und allem drum und dran, einen Bastelkanal mit 3D-Druck und für sowas. Einfach ein Video machen, ey, pass auf, wenn euer Fernseher das und das macht, guckst du hier, machst du das, ist gut. Muss ich mal gucken. Vielleicht, das wäre eigentlich sogar echt eine Idee. Mach ich vielleicht so. Ach, Tim. Oh nein, Nekoro ist immer noch ein Normal-Pokémon, der Hurensohn. Oh, die hat einen Rihornior. Gucken wir mal, ob der Blizzard trifft. Natürlich trifft der Blizzard nicht und er kann Antikkraft. Oh, gegen einen Eisreitschuh ist nicht so cool. Und jetzt crittet der Hund mich auch noch. Warte mal, erstmal auf Gena gehen. Oh. Digga. So. Ah, ja, jetzt. Kriegst du hin, Tim? Nee, meine Aufnahme hängt gerade. Mein Rechner hat sich gerade aufgehangen. Warte mal eben kurz. What the fuck? Ja. Tim? Ja. Ah, gut, dass du mit mir redest. Danke. Nein, mein Rechner hat sich gerade aufgehangen. Ich dachte, ich muss den gerade ausmachen und neu starten. Oh, warte mal. Warum hängt sich der Rechner auf? Ich weiß es nicht. Sollen wir vielleicht mal den Rechner angucken, wenn ich da bin? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Denke ich mir nämlich auch. So, warte mal. Machen wir hier mal zu. So, den machen wir auch zu. Ja, weil das Witzige ist, weißt du, welche Meldung gerade wieder kam? Es sind Updates für die Creative Cloud verfügbar und dann hat er sich aufgehangen. Ah, das ich verstehe nicht, warum du den nicht vorher ausmachst. Ja, weil ich es dann, weil ich es vorher vergesse. Ja, siehst du. So, aber jetzt, so, zack, zack, zack. Discord. So, jetzt läuft hier, warte mal, da, Creative Cloud Manager. Einmal alle Task beenden. Task beenden. Task beenden. Wie ihr seht, ich bin top vorbereitet. So. So, jetzt dürfte es keine Probleme mehr geben. So. So, Surfer. Es wär schon gut, wenn du wirklich vorbereitet wärst. Das wäre schon echt. Ja. Nice. Ja. Aber Digi. Du hast gesagt, eine GeForce, eine Nvidia ist deutlich besser für die Anwendung, die wir machen, also sprich für die Videobearbeitung etc. pp. Ja, und Aufnahme mit OBS und allem drum und dran. Warum? Weil ich habe jetzt mal mich ein bisschen... Der Codec. Okay, der Codec.
Weil ich habe jetzt mal nämlich geguckt, weil die rein vom VRAM her kriegst du ja Nein, AMD-Karten, nein, darum, die. darum, darum geht's nicht. Das ist einfach der Codec der beiden, wie der besser ist für sowas. Für Okay. Gaming und für Streaming ist tatsächlich, also nicht für Streaming, aber für Gaming und für Videoschnitt und Videobearbeitung ist Nvidia tatsächlich besser als AMD. Okay. Würde ich Aber. jetzt rein Gaming machen, würde ich das sogar noch sagen, okay, nimm dir eine AMD. Aber wenn du Videos schneiden und sowas machen willst und so mit Photoshop hantieren willst, dann ist wirklich Nvidia besser. Ja, okay. Nee, weil ich war halt, ich gucke jetzt ja immer mal rein, auch hier für so Budget-PCs zum selber zusammenbauen. Ne? Und da tauchen, klar, weil sie günstiger sind, wahrscheinlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, je nachdem halt, wenn du nur zockst, weil klar, die sind überwiegend nur Zocker-PCs, was wo die da sagen. Dann ne, hier so Budget-PCs für 600, kann ich dir ja auch mal ein Video schicken. Hier, vielleicht kennst du den Typen auch, Ja, Benz Benz Hardware, bla Hardware. bla, ne? Ja, Genau. ja. Ist der gut? Also hast du da schon ein paar Videos Kann geguckt? Ist man der. machen, kann man machen. Aber ich trotzdem nochmal vorher checken, Ja, was da reinkommt. nee, Wie klar. weit bist du in der Arena? Ich kann jetzt Misty machen. Na, dann lass Misty machen. Okay. Ah, warte mal. Den Dude unten, kann man den auch machen? Ja. Ja. Okay, den muss ich noch. Dann mach den noch. Ich hab Misty zwar angesprochen, aber Spott auf dich. Sehr nice. Oh. Okay, ich könnte ein Problem bekommen. Ich werde vermutlich ein Problem bekommen. Ich habe Spinnennetz. Oh. Ja, es kann. Oh nein, nein, ja. Raichu ist tot. Amoroso, ich wollte Tim, erklärt, rauswechseln. erklär dich nicht. Nein, Spinnennetz. Spiel einfach weiter. Wir wissen es, dass Raichu tot ist. Dass wieder ein Pokémon durch dich gestorben ist. Halt's Maul. Ich wollte rauswechseln und es ging nicht wegen Ey, Sp ohne Scheiß. 15 Euro. Gibt's 15 Euro Nintendo-Guthaben? 15 Euro, fucking egal welches Guthaben ihr wollt. Für den, der mir raussucht, wer wie viele Pokémon getötet hat. Ohne Scheiß. Das hast du letzte Woche schon gesagt. Und ich sag's diese Woche wieder, 15 Euro, egal welches Guthaben, für den, der mir das raussucht. Und wenn André Mehrmons getötet hat, lege ich auch noch mal 15 Euro drauf. Warum habe ich einen Kram? Ach, wir haben auch einen Kram-Chef. Ja. Nehmen Aber wir. Tim, ich kann dir jetzt schon sagen, das wird nicht passieren. Ja, dass ich was drauflegen muss, ich Ja. Merkt ihr weiß. das? Tim gibt 350 Euro auf der Gamescom aus, aber ist so geistig, 15 Euro draufzulegen. Digi, ich habe, also ich glaube, mein 100er Abonnenten-Special, ne? Ich Ja. glaube, andere hauen sowas zu ihrem 100er Abonnenten-Special nicht raus. Also sowas Tolles, Extravagantes. Ja, jetzt quatsch keinen Ober und mach. Genau. Leveln wir noch eben hoch, Schillast und Dingens? Nö. Ne, okay. Also ich hab's noch nicht mitgekommen. Ich bin ja schon bei Misty, Digga. Ja, das ist, Also kannst du auch schon das jetzt nicht nehmen, deswegen. Ich hab's jetzt dabei, aber ist ja nicht schlimm. Ich hab's. Ah, Digi. Also was ist Digi, jetzt tot? Digi. Raichu. Raichu. Also kann ich Smapbo nicht benutzen, okay. Bist du bei Misty? Ja, ich quatsch's da an. Gut. Übrigens, falls du einen guten Shaker willst, ne, ich kann dir die Level-Up-Stahl-Shaker mehr als empfehlen. Weil Wir man. sind sehr begeistert. Metagross. Ich bin eigentlich mit meinen Holy Shakern noch ganz zufrieden. Digga, die halten einfach den ganzen Tag lang kalt. Okay, das ist cool. Das ist ein Argument. Also ich hab Marina am Samstag früh um kurz vor 10 einen Booster gemacht, ne, mit 4, 5 Eiswürfeln drin. Und der war nachmittags Oh, immer oh, noch oh, 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 arschkalt. ich krieg ein Problem. Du kriegst immer ein Problem, Digga. Spiel doch einfach mal chillig. Nein, ja, ein Schwertanz Metagross mit Schlummerort. Ja, du kriegst ein Problem, ne? Aber der kann, hat. Oh, der hat keine Attacke, das ist gut. Schwertanz, Eat Itemsperre, Schlummerort und Folterknecht. Das gefällt dem Papa.
Komm, hast du noch eine Top-Genesung? Naja, hast du nicht. Das gefällt dir, Papa. Nidoqueen, ein Eis-Pokémon. Komm, wir trinken jetzt einfach Pudox-Kunluf. Wir machen das schon. Und vor allem das Geile bei dem Shaker, du kriegst halt 700 ml rein, ne? 700 ml? Okay. Ja. Starmie, Pokémon wechseln. Ich stelle gleich mal ein Foto. Ja, kannst du machen. So, sie hat einen Turtok, das war Elektropsycho. Elektropsycho. Ja, ich hab den Orden. Gut, du musst jetzt eh warten. Ja. Die zwei Pokémon vor mir. Ja, alles gut, dann kann ich schon mal Schillast hoch. Oh, Kreuzhieb ist jetzt nicht so gut, Digga. Ja, wahrscheinlich. Oh, das Nüsschen ist fast tot. Welches? Das Nüsschen. Was ist denn das Nüsschen? Das Nüsschen ist mein Fostelka. Es hat noch 6 KP, Digga. Sehr effektiv. Sieht mir aus wie Unlicht. Ja, perfekt, dass ich natürlich das Smetball nicht einsetzen kann, weil ich es vorher sterben lassen, du Keck. Aber ich habe wieder ein Pokémon, was Dingens. Ich habe Druckschlag. Oh, ich habe ein Shellcarain. Nein, nein! Scheiße. Jetzt war's tot. Nee, noch nicht. Ich habe 10 Pokémon mit 6 KP jeweils. Und ein bisschen jetzt eine Top-Genesung natürlich, weil es eine Hure ist. Nein, ist keine Hure, das ist trotzdem doof. Patronenhieb Eisenschädel, das könnte ein Star-Pokémon sein. Hört sich zumindest danach an. Boah, mit was ist denn Dingsbums gelingt? Was? Lila und Xerox. Nimm mir nicht mein Xerox. Ja, Digga, irgendwas wird jetzt drauf gehen, denke ich mal. Was ist denn mit Fostelka gelingt? Musst du mal gucken, du hast ja die Liste da, Digga. Ja, warte. Ich. Magneton, Toxica, Capoeira, Psyana, Raspedo, Lotoze, Palimpalim, Ho, Fostelka mit Stulunio. Damit wäre ich voll fein. Das
Das scheiß Raichu kann aber auch halt Patronenhieb und das macht zu viel Schaden, Digga. Das macht zu viel Schaden. Mein Gott, ey, was ist denn das für eine Wichse schon wieder? Gott sei Dank ist es tot, ey. Und ich dachte schon, du hast Angst um deine 15 Euro. Ja, Digga, das könnte jetzt das Ende sein, ne? Wieso könnte das Ende sein? Weil ich habe 3 Pokémon mit 6, 6 und 14 KP, eins mit 84 im gelben Bereich und eins mit 102 im gelben Bereich. Deswegen vielleicht, Diggi, deswegen vielleicht. Ja, aber wir haben die Box noch voll, du. Ich habe auch keinen Bock, dass Pokémon, also es 5 Pokémon draufgehen jetzt. Ja. Und wieder alles ummodeln müssen. Es ist halt einfach eine fucking Arbeit, das ganze Scheißdesign jedes Mal umzuändern. True Story. Ja, natürlich stimmt's Erdbeben und es ist wahr. Es ist wahr, es ist tot wahrscheinlich. Es ist tot. Was denn? Knuddeluff ist tot. Ja, perfekt. Knuddeluff war gelinkt mit... Digga, es wird alles sterben. Ich kann nichts einwechseln, weil Stachler liegt. Oh no! Okay, cool. Scheiße. Unser Zehner kann Erdbeben. Das bummst mich jetzt komplett durch, Digga. Scheiße, Alter. 6 Pokémon sind jetzt tot. Weil ich aber auch wieder mal nur Stahl-Pokémon mitnehmen muss und nur Gesteins-Pokémon mitnehmen muss und nichts hat, dass was fliegen kann. Ich habe kein Schwebe-Pokémon dabei, ich habe keine Flug-Pokémon dabei, gar nichts. Du hast nicht mal Flug- oder Schwebe-Pokémon. Doch, Digga, ich habe Ho-Oh. Ich frage mich immer noch, warum wir Ho-Oh nicht mitnehmen und Lugia. Warum hast du da nichts gesagt, wenn ich das Timo und sage, ja, so und so, warum hast du nicht gesagt? Nein, Digga, es muss Ho-Oh mit. Es muss. Digga, ich habe eine Idee. Vielleicht sollten wir Ho-Oh und Lugia mitnehmen. Ich habe gedacht, es kommt, ich soll mir vielleicht eine bessere Nuzlocke-Pop noch suchen. Kannst du ja gerne tun. Ich muss Misty jetzt trotzdem, ich will die Noten haben, ist mir jetzt scheißegal. Was machst du jetzt? Ja, ich habe jetzt Noten zwar, aber es sind alle Pokémon tot. Wie hast du denn? Ich kann jetzt für Folge 3 wieder das Design komplett ändern. Ich krieg die Krise, ohne Scheiß. Wie hast du denn jetzt Misty getötet? Auch mit dem Smetbo, was eigentlich tot ist. Ja gut, das ist akzeptabel. Wie viele Minuten haben wir noch auf der Uhr? Gar keine. Deswegen verabschieden wir uns jetzt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde jetzt wieder 6 neue Pokémon hochzüchten müssen mit Sonderbonds, die dann wieder sterben, weil Tim wieder nicht aufpasst. Und Digga, du hast die sterben, du Arschloch! Du Arschloch! Bestens, Timmy, weißt du, was mir in dieser Arena geholfen hätte? Ich bin glücklich, ich sehe Möpse. Weißt du, was mir in dieser Arena geholfen hätte? Ich sehe Möpse, ich bin glücklich. Das Smetbo, was du hast sterben lassen vorher, du Kerl. Ach, ganz ehrlich, heul leise. Nee, ist so. Weißt du, wenn Smetbo gelebt ist hätte. Ist du, Wegsperre so, war's. Bis morgen, haut rein. Ciao.